SPD und CDU finden es sinnvoll, wenn kleinere Parteien weniger Stimmrechte haben und sie selber mehr Stimmrechte haben. Auf diese Art und Weise wollen SPD und CDU einfacher und mit weniger politischen Diskussionen zu Entscheidungen in den Ausschüssen kommen. Mit der Änderung hin zu der Berechnungsmethode nach D'Hondt wird dieser Effekt auch erzielt, meine Damen und Herren. Ich habe dann mal mit einer parlamentarischen Anfrage nachgefragt und versucht herauszufinden, ob es die behaupteten Funktionsunfähigkeiten von kommunalen Ausschüssen praktisch überhaupt gibt. Der Landesregierung sind derartige Probleme jedenfalls nicht bekannt. Demnach geht es SPD und CDU schlicht darum, ihre eigenen Freunde auf der kommunalen Ebene zu sichern, meine Damen und Herren. Und damit auch im mathematischen Grenzbereich nichts für die GroKo schiefgehen kann, gönnt man sich im Zweifel auch noch ein Vorausmandat abseits der Berechnungsmethode, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, ich halte das für gesellschaftspolitisches Gift. Das ist gesellschaftspolitisches Gift. Aber es gibt auch schwerwiegende verfassungsrechtliche Bedenken. Die beziehen sich auf den Zeitpunkt dieser Änderung. SPD und CDU ändern die Sitzverteilung, nachdem die Wählerinnen und Wähler ihre Entscheidung getroffen haben. Diese beiden Parteien interpretieren die Wahlentscheidung im Nachhinein zu ihren eigenen Gunsten um. Ich darf dazu die Verfassungsrechterin Frau Dr. Sina Fontana von der Universität Göttingen zitieren. Sie schreibt: Die Wähler durften darauf vertrauen, ihre Wahlentscheidung nach Maßgabe des geltenden Rechts und im Vertrauen auf dessen Fortbestand für die Wahlfolgen einschließlich der Bestimmung der Ausschusssitzverteilung zu treffen. Und weiter, die beabsichtigte Änderung des § 71 Absatz 2 NKVG hält mithin einer verfassungsrechtlichen Prüfung nicht stand. Meine Damen und Herren, Sie beschädigen also ganz bewusst den Grundsatz des Vertrauensschutzes der Wählerinnen und Wähler in Niedersachsen. Meine Damen und Herren, ich halte es auch für einen Webfehler im System, dass die beiden betroffenen Fraktionen von Grünen und FDP alleine keine Möglichkeit haben, diese Änderung vom Staatsgerichtshof überprüfen zu lassen. Ich kann Sie daher nur auffordern, einem Normkontrollverfahren denn zuzustimmen.